Moin Freunde, was geht ab? Herzlich willkommen zurück zu diesem Video. In diesem Video geht es um alles, was Neues im ersten XXL-Update der neuen Season. Lasst gerne ein Like und ein Abo da. Ihr seht auch direkt schon einmal hier, wir haben V-Bucks bekommen. Ja, 950 V-Bucks. Dazu sage ich gleich was, wieso, weshalb, warum, warum die einige nicht haben. Kommt jetzt sofort was. Ihr seht, ich habe sie auf jeden Fall bekommen, was ich natürlich sehr, sehr begrüße. Dann habe ich auch natürlich diesen Midas Aufstieg Ladescreen bekommen für den Cup, wenn ich 8 Punkte erspielt habe. Und ich glaube, jeder von euch hat 8 Punkte spielt, deswegen hat den jeder bekommen. Und die Leute, die die Top-Spieler waren, haben auch jetzt schon den Meta-Skin bekommen. Den werden wir uns heute auch mal etwas genauer anschauen. Nach einer zweistündigen Downtime, nicht mal ganz, sind die Server wieder online mit Update und so weiter und so fort, haben wir eine ordentliche Schippe heute an Content bekommen. Ihr seht, Freunde, 3650 V-Bucks. Meine V-Bucks wurden um 950 erhöht. Ich habe sie gratis bekommen. China unter anderem, Hesse, viele Leute aus der Community auch. Und die meisten fragen sich jetzt, hä, warum? Und ich gehe einfach mal davon aus, dass das tatsächlich die Downtime-Entschädigung ist, weil wir haben ansonsten nichts bekommen, ne? Ich habe mir nichts gekauft, was sich ganz viele Leute aus meiner Community gekauft haben, wo es vielleicht ein Fehler oder sowas geht. Ich glaube tatsächlich, Freunde, das ist die Entschädigung für die Downtime. Würde ich jetzt einfach mal so sagen, dass das die Entschädigung ist. Wenn nicht, halte ich euch auf dem Laufenden, falls eine neue Info kommt. Aber ich gehe davon aus. Einige haben es nicht bekommen. Ich glaube, Leute, wenn es wirklich die Entschädigung sein sollte, kriegt ihr das alle noch dann einfach vielleicht beim nächsten Mal einloggen oder so. Also macht euch da nicht verrückt. Sobald es da Neuigkeiten gibt, kriegt ihr die natürlich mit. Im Shop hat sich natürlich was geändert und zwar Ostern steht vor der Tür. Wir haben jetzt tatsächlich Sorge für frühlingshafte Action. Hier sehen wir einmal ein paar Geschichten und zwar, weil auch viele fragen, Kratos, Freunde, Kratos kommt, aber jetzt noch nicht. Kratos hat ein neues Bundle, dazu kommen wir gleich. Das kommt, das werde ich euch auch noch erzählen. Hier einmal Ostern, Freunde, ne, diese Skins war ja schon mal drinne mit der Brechstange. Erste Osterskins, die zurück sind und so. Der Shop hat sich jetzt eigentlich nicht, wenn ich runterscroll, viel geändert, außer hier ein paar neue Instrumente. Und zwar einmal dieses Ding hier und der Emote. Sehr, sehr cool. Ne, und wenn wir nach unten scrollen, Freunde, hier auch ein neues Auto. Und zwar dieses hier ist jetzt auch für euch erhältlich. Könnt ihr euch kaufen. 1500 V-Bucks, Freunde. Kriegt ihr, könnt ihr euch tatsächlich gönnen. Ist relativ fair. Dann hier für die Autos auch dieses neue Contrail. Sehr, sehr cool mit den Blitzen. Wunderbares Ding. Und ansonsten hat sich jetzt hier nicht viel geändert. Ne? Noch ein paar Packs. Noch die Ramadan-Skins und so. Festival-Pass. Und das war es eigentlich. Also neues Auto. Die ersten Osterskins sind im Shop schon drin. Aber dazu kommen wir gleich. Kommt auch noch eine Menge an neuen Items. In der Lobby hat sich jetzt nichts viel Großartiges geändert. Denn im Battle-Pass hat sich da ein bisschen was geändert. Battle-Pass, Bonusbelohnungen, alles gleich. Bonusbelohnungen sind jetzt tatsächlich aber schon hier die Superstile da. Und die sehen wild aus, Freunde. Ne? Die sehen wild aus. Hier einmal haben wir verschiedenste Sachen, also hier fängt es an und das sind für jeden Skin dieser grün funkende Bereich. Sehr coole Skins. Und Superstile haben wir hier auch neue und zwar das ist die erste Reihe und zwar dieser grüne. Da hat jeder Battle Pass Skin, also nicht jeder, nicht, also der Meme Skin Poseidon nicht, haben hier ihre coolen Geschichten bekommen, also diese 5 Skins zumindest. In grün mit diesem animierten Effekt hier im Skin drinne. Sehr, sehr schön und das ist der erste. Meiner Meinung nach der erste, sehr, sehr cool. Der zweite, Freunde, ist genau derselbe. Halt in blau-lila. Und ey, schaut euch mal Hades an. Wie geil sieht denn Hades hier, der König der Unterwelt aus oder der Gott der Unterwelt? Der sieht so wild aus. Oder Zeus. Also die Superstile sind mehr als nur gelungen. Der erste grün, der so. Und die Skins werden auch immer angepasst. Und das sieht insane aus. Also hier kann ich, glaube ich, für alle sprechen, das sieht insane aus, Freunde. Ne? Also hier Artemis, wunderbar. Dann Aphrodite, die sehen so böse aus. Einfach nice. Zeus, holy. Also Epic hat gekocht, das sieht geil aus. Das ist Artemis. Und das war Medusa, Freunde. Oh, das sieht wild aus. Also muss ich sagen, sieht wild aus. Und Hades, meiner Meinung nach, einer der besten von allen. Diese Maske, alles, dieses Goldene. Und das ändert sich ja hier noch, die Maskenfarbe. Also die Superstile, Freunde, eine 10 von 10. Meiner Meinung nach, mega, mega schöne Dinger. Könnt ihr euch tatsächlich freischalten. Insgesamt Level 200, um euch die zu gönnen. Nicht nur das war es gewesen, Auftragsbelohnungen, ja klar, Freunde. Aber auch Cora ist da. Cora, die erste Seite mit diesem Ladescreen. Ich mache meine Kamera weg. Mit diesem Contrail, also das ist ja so, hier, die Elemente, Wasser, Feuer, Erde und so aus Avatar her, die Elemente kennt ihr. Dieses Spray, diese Waffenlackierung, diese Spitzhacke und Cora als Skin. Zweite Seite geht natürlich weiter. Hier ist tatsächlich, hier ist ein Fragezeichen, keine Ahnung. Hier ist ein Emoticon. Hier einmal tatsächlich ein Backbling mit allen 4 Elementen, die kommen. Dann auch einmal dieser Gleiter. Wunderbar. Dann sehen wir hier
diesen Emote auch wieder mit den Elementen Erde, Feuer und Wasser und Korra in dieser Variante. Also Korra wird zwei Varianten haben. Das Ganze könnt ihr euch jetzt noch nicht gönnen. Auftragsbelohnung könnt ihr euch schon holen, wenn ihr dieses Level halt erreicht habt. Korra kommt dann erst am Dienstag in einer Woche. Laut den Tagen erscheint in 7 Tagen. Also in 7 Tagen. Nächste Woche Dienstag mit dem Content Update ist dann alles von Korra und Avatar da. Aber Avatar kommen in diesem Video noch richtig coole Infos, denn in 2 Wochen steht das große Avatar Update bevor mit Avatar Mini Battle Pass und vieles mehr. Jetzt würde ich sagen, zur nächsten Info. Wir werden auch Leute hier für die Aufträge Reboot Rally bekommen. Könnt ihr euch natürlich dann auch gönnen. Sind kostenlose Items. Morgen Secret Video werde ich das aber alles für euch tatsächlich mal ansprechen. Sind Stand aktuell noch nicht da. Aber sehr, sehr cool. Auch Leute, eine kleine Sache, die neu ist. Die ist tatsächlich hier bei den Jam Songs im Shop und im Spind. Wenn ihr da draufklickt, haben die eine neue so animierte Umrandung. Sieht ganz, ganz cool aus. So, Freunde, lasst euch von diesen Drops, die ich manchmal hier habe, Lex nicht stören. Midas ist auf der Yacht neu da, ne? Er war ja schon davor da. Er ist aber jetzt auf der Yacht drauf. Und hat seinen neuen Stil. Hier, ihr seht's. Gold und diesen grünlichen Stil. Und ich blende euch hier mal ein, Freunde, wie wir Midas bekommen werden. Ihr seht's, Midas wird heute Nacht in den Shop kommen, soll 1500 V-Bucks kosten. Mit seinem ganzen Bundle wird's wahrscheinlich mehr kosten, ist ja klar. Der Skin allein wird nur 1500 kosten. An sich ganz cool. Der Skin hat einmal eine goldene Variante, einmal diese goldgrüne und einmal diese grüne. Also gibt mir ein bisschen Halloween-Vibes, würde ich sagen. Auf jeden Fall Midas, 3 neue Varianten, wenn man es sehr genau nimmt. Gefällt mir sehr, sehr gut, der Skin. Wenn ihr da mit dem redet, du hast gehört oder richtig gehört, ich bin zurück. Das ist schön und gut, das ist der gleiche Dialog wie davor, aber ihr könnt euch einmal Heilung kaufen oder eine Drumgun. Diese Drumgun wurde gekauft, kann man pro Match ein einziges Mal kaufen und ist tatsächlich eine mythische Drumgun. Ja, Freunde, die Drumgun wurde auch verbessert und zwar die Feuerrate wurde um 2,5% erhöht. Ne, und die Drumgun, ihr seht sie hier, könnt ihr auch modifizieren. Ich habe sie in Gold, die ist auch komplett Gold in der Hand, wie ihr hier seht. Die ist die mythische Variante, haben sie auch schon geupdatet, gab 25 Damage und 40 Schuss im Magazin. Ihr könnt die mit Werkbänke und so modifizieren, wie ihr wollt. Ich probiere die jetzt einfach mal an Midas aus. Oh. Okay. Und das ist die normale Drumgun, damit ihr seht, Freunde, das ist die normale. Und in kleinen Unterschied merkt man, also die Drumgun ist ja jetzt schon seit letzter Woche drin, aber die mythische könnt ihr euch hier bei Midas gönnen. Zusätzlich von der Drumgun, ne, nicht nur die Feuerrate wurde increased, sondern auch der Damage wurde halt bei jeder Seltenheitsstufe um 1 oder 2 erhöht. So, hier sind mal Gegner, wir werden mal die Drumgun hier testen. Ach du Scheiße. Wenn ihr damit drauf seid, Freunde. Oha, also, puh, die macht schon einen sehr starken Eindruck. Also die Drumgun, die mythische jetzt... kann auch sein, dass das nur Einbildung ist, aber die macht einen extrem sprayhaftigen und schnellen Eindruck. So, Leute, hier ist auch ein neuer NPC. Etheria heißt die. Grüße aus der verlorenen Oase. Sie verkauft euch die DMR, Schildblase Junior oder ihr könnt sie herausfordern, um diese 2 Waffen zu bekommen. Sie ist jetzt hier. Morgen im Secret-Video erfahrt ihr natürlich mehr mit den NPCs, mit Dialogen, mit Story-Dialogen und einiges Neuem. Und wir gucken uns jetzt noch an, was jetzt noch neu ist. So, Freunde, hier seht ihr auch die goldenen Eier. Die sind natürlich schon ein paar Tage da. Kriegt ihr 350 Gold. Oster-Event wäre ja auch aktiv. Wir warten noch kurz auf den Blogpost, um zu gucken, ob natürlich auch der Ostereierwerfer da ist und so weiter. Aber Skins kommen auf jeden Fall. Hier mal auch ein paar eingeblendet, die wir bekommen werden tatsächlich. Ich habe dir vorhin schon den Shop gezeigt. Ist auch schon was drin. Auch eine neue Banane ist da und zwar die Banane der Götter hier unten. Ihr seht es einmal. Hier steht eine verbotene Köstlichkeit, die den Göttern des Olymps vorbehalten ist. Sie stellt im Laufe der Zeit Kondition wieder her und erhöht die Sprintgeschwindigkeit und Sprunghöhe. Quasi wie die wie das Medaillon von Zeus. Ihr könnt schneller sprinten und höher springen und sie stellt mit der Zeit mehr Leben her. Wir wissen ja auch durch die Story-Dialoge so ein bisschen, dass die Gottheiten einfach Bananen geil finden, anstatt Burger und Pizza. Sind es bei den Bananen? Denn, Freunde, ihr seht hier natürlich auch den Eisberg und hier wird sich auch was ändern, beziehungsweise nicht hier am Eisberg. Wir werden eine eigene Insel bekommen und zwar hier oben bei der Map, die wird jetzt bald kommen und zwar wird das die Insel von Aang sein. Hier mal eingeblendet, viele denken ja, das ist der Zero Point. Ne, Freunde, das ist tatsächlich eine Eiskugel, in der Aang ist. Wer sich mit Avatar Herr der Elemente ein bisschen auskennt, weiß, dass das so ist und das wird die Überleitung sein. In 2 Wochen heute ist natürlich das riesen Avatar-Update mit Minipass, Skins und so weiter und so fort und vielen mythischen Items und wir kriegen in einer Woche schon Korra und wahrscheinlich auch die erste mythische Waffe. Aber was ihr wissen solltet, das ist nur die Überleitung, ein kleiner Ort, der sich dann in diesen Tagen bis in 2 Wochen immer mehr zu unserer Battle Royale Insel bewegen wird und Aang in dieser Eiskugel wird dann irgendwann schmelzen und mit der Kollabo auftauchen.
So, Freunde, ich nehme einmal die Banane, ne? Wenn ihr sie nehmt, könnt ihr sie einmal trinken. Und sie stellt tatsächlich hier, ihr seht, einmal genommen, sind directly 15 AP. Und dann macht sie euch die ganze Zeit weiter voll. Ihr seht, ich habe immer noch den Heal-Effekt. Also, der geht auch egal, ob ihr voll seid. Ist quasi wie so ein... Ist quasi, Leute, wie der Slurp-Juice. Ihr heilt ja immer noch. Und ihr habt einmal den schnelleren Sprint-Effekt und könnt ein wenig höher springen. Ist also sehr, sehr cooles Item. Könnt ihr euch gönnen. In Lego Fortnite angekommen, Leute, seht ihr tatsächlich auch ein paar Dinge. Wir sind jetzt einmal in Creative, das könnt ihr aber auch in eurer ganz normalen Lego-Welt machen. Wenn ihr hier in diesem Menü seid, könnt ihr hier bei Spielsachen euer Auto bauen. Einmal allgemeine Teile und ganz, ganz wichtig hier die Steuerung. Hier habt ihr ein paar Dinge, die ihr natürlich im normalen Lego farmen müsst. Hier habe ich alles unbegrenzt wegen Creative und so. Reifen und verschiedenste Dinge für euer Auto. Und hier geht es natürlich immer noch weiter. Ganz viele Dinge für euer Auto. Also das bedeutet, ihr müsst euer Auto selbst zusammenbasteln. Richtig cool, könnt ihr euer Auto so anpassen und so gestalten, wie ihr möchtet. Das werden wir mal gucken, beziehungsweise und wir schauen uns mal, wie das fertig aussieht. Ne, Leute, mit dem neuen Lego-Update ist ja auch ein neuer Lobby-Hintergrund erschienen. Ich blende ihn euch hier mal ein. Also auch wie beim Angeln war natürlich viel, was mit der Thematik zu tun hat im Hintergrund. Und jetzt haben wir natürlich Fahrzeuge und so weiter im Hintergrund. So, Freunde, auch Auto-Update ist natürlich ein Riesenteil. Wir haben jetzt hier mal so ein kleines Ding gebaut. Wir haben es zwar nicht richtig, wir fahren irgendwie nicht los. Wenn, drehen wir uns nur im Kreis. Aber ihr könnt natürlich mit den Autos hier richtig coole Sachen anstellen. Ihr könnt richtig schöne Autos bauen, um ganz natürlich Sachen kaputt zu fahren und über die Map allgemein zu brettern. Ist an sich ganz, ganz cool hier. Ein bisschen rückwärts geht's, wie ihr sehen könnt. Ne? Links, rechts können wir uns auch drehen. Wir können die Steuerung und so weiter machen, verbergen und whatever. Rechts seht ihr natürlich das Menü. An sich macht's richtig Bock. Ihr könnt so schauen, was da auf jeden Fall. So, wir können mal hier. Wir können 1 drücken, wir können 2 drücken und wir können hier C drücken, ist 3. Keine Ahnung, was das bedeutet. Müsste man sich hier ein bisschen reinfuchsen. Aber Leute, Autos sind auf jeden Fall da. Könnt ihr bauen, wie ihr wollt. Wichtig bei der Banane, Freunde, ist, dass die nur natürlich Green Life auffüllt, ne? Kein Schild. So, Freunde, hier natürlich Banane der Götter, wie gesagt, findet ihr überall. Aber eine Sache, die mich persönlich sehr, sehr freut, ist die Sniper. Die hat einen Nerf bekommen. Und zwar findet ihr die einmal weniger. Das ist eine Änderung von Fortnite, ein bisschen weniger Chancen, die zu finden. Und jetzt kommt's, Freunde. Sie macht den gleichen Damage und genau das gleiche wie davor. Ihr findet sie halt weniger und sie gibt es nur noch in episch und legendär. Blau und grüne Seltenheitsstufen sind deaktiviert worden. Finde ich gut. Dann findet man sie auch nicht mehr so oft. Die Shotgun hier wurde auch genervt, Freunde. Ihr seht, die ist ein bisschen, was ein paar Nerfs angeht, betroffen worden. Hier die Drum Shotgun, die Francis Drum Shotgun. Also, die wurde ein wenig genervt. Ich fand die auch wirklich zu stark, ne? Also, die war wirklich in einigen Situationen, vor allem in Gold und so, sehr, sehr krank. So, Freunde, auch viele Skins sind da. Zum Beispiel, ne, der neue Midas, den habe ich ja schon gezeigt. Dann natürlich ein paar Osterskins. Oro ist hier mal eingeblendet. Gestern auch schon gezeigt, ne? Ist die jetzt auch da. Also Oro, cooler Skin ist jetzt da und viele weitere Skins. Ich blende euch hier mal eine große Liste ein. Morgen im Secret-Video werde ich euch das nochmal viel, viel detaillierter erzählen. Ich wollte euch jetzt einfach mal reinballern. So, Leute, die Deagle ist jetzt schon in Game. Findet man relativ selten. Aber die Ostersachen sind noch nicht da. Mal gucken, wann die kommen, bin ich gespannt. Ne? Wir haben auf Twitter nirgendwo was gefunden. Noch keinen einzigen Leak dazu. Und in den Files eigentlich auch nicht. Zumindest auf den Leakon-Seiten und so weiter und so fort. Hypex und so. Aber was ihr wissen solltet ist, dass eigentlich ist normaler und standardmäßig halt so ist, dass wir jedes Jahr den Eiergranatenwerfer und so bekommen. Bis jetzt ist er nicht da. Vielleicht kommt er noch heute 15 Uhr oder im Laufe der Tage halt bis zum Wochenende, bis halt Ostern ist. Bin ich mal gespannt, aber ich werde mal gucken, ob ich ihn finden kann. Ansonsten werden wir den entweder im Laufe der nächsten Stunden oder Tage bekommen. Und wie gesagt, Ostersachen habe ich euch erklärt. Und das ist die Desert Eagle. Die Star, Freunde, ne, gibt es ab Blau tatsächlich schon. Ab Blau dann natürlich in Gold und auch im Episch. Und die könnt ihr auch modifizieren. Hat noch den neuen Sound, ne? Hier hört man ganz genau hin. Den typischen Sound, den man von der Desert Eagle kennt, sieht ein bisschen anders aus. Das Modell der Eagle wurde ein wenig bearbeitet und die ist jetzt tatsächlich auch zurück. So, wir können das Ganze mal an Gegnern ausprobieren, Freunde. 153er Headshot macht das Teil, also die verhält sich noch so relativ wie damals die Desert Eagle. Ist sehr, sehr cool und man kann natürlich, wenn man zwei hat, auch höchstwahrscheinlich die Double Eagle usen. Also Double Eagle ist eigentlich auch cool. So, Freunde, ne, hier können wir es weiter mal an den Gegnern ausprobieren, wenn wir natürlich treffen. Okay, wir müssen natürlich nur den Gegner dafür treffen, alles klar. 85 und 153 auf den Kopf. 85 Körper, 153 Kopf in der blauen Variante. Ne? Gibt es natürlich noch in anderen Varianten. Sehr, sehr cool. Und Freunde, ja, das war ein schönes Paket heute Morgen. Ein wunderbares Secret-Video. Heute nur das angesprochen, was wirklich kommt. Und was tatsächlich auch erst in den Dateien ist. Und tatsächlich auch aktiv ist. Morgen dann ganz, ganz viel, was ihr eventuell nicht wusstet. Das ist eine Riesenmenge. Freut euch drauf. In dem Sinne, Freunde, das war's gewesen. Haut rein, euer Schmerle und ciao.